Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, den Teufelskanal der Roten Teufel Bad Nauheim mit der Eishockey-Oberliga-Partie vom 14. Dezember 2008 in Bad Nauheim gegen den Herne e.V. Ja, die Gäste aus dem Ruhrpott, sie Tabellenletzter, aber sie witterten noch eine Chance, sie möchten noch ganz gerne Anschluss nach oben finden und die Roten Teufel natürlich mit breiter Brust und mit dem Selbstvertrauen des Tabellenzweiten, das Trainergespann in diese Partie gegangen. Sven Breiter mit einem Heimdebüt für Sven Gerwig, der nach Frankfurt gegangen ist, gekommen. Und die Roten Teufel, sie wollten wie in den letzten Partien auch zunächst natürlich das Heft in die Hand bekommen und wollten das Spiel bestimmen. Und das gelang ihnen auch. Hajduk auf Gär, gleich eine Riesenmöglichkeit zu Beginn dieser Partie. Die Gastgeber, sie mit den größten Möglichkeiten. Lenny Gehr wieder, er macht es zu kompliziert und dann steht da auf der linken Seite noch Tobias Schwab und er mogelt irgendwie die Scheibe in das Netz und über die Torlinie. 8. Minute, das 1:0. Zuvor bereits die Spielanteile ganz klar auf Seiten der Gastgeber, die auch gleich nachlegen wollten. Wieder dieselbe Formation. Gogula, der immer wieder sich in den Angriff einschaltet. Zwei Strafminuten hier gegen Dennis Cardona, Unterzahl in der 11. Minute. Und das ist ja eine Spezialität. Die Roten Teufel schon 9 Shorthänder in der Saison. Und da geht auf der rechten Seite wieder Tobias Schwab, zieht ab und da ist das Ding drin. Christian Lübke ist der Torhüter. Der Herner sieht da nicht gut aus. In das lange Eck, 11. Minute, 2:0. Wieder ein Shorthänder. Also das 10. Unterzahltor der Roten Teufel. Das ist natürlich Liga-Spitze. Nochmal aus anderen Winkel zu sehen, wie die Scheibe einschlägt über die Stockhand hinweg in die lange Ecke von Lütges hinein. 2:0, ein standesgerechtes Ergebnis. Mal ein paar schöne Bilder auch direkt von der Spielerbank. Tobias Schwab also mit dem Doppelschlag, 8. und 11. Minute, 2:0 für sein Team. Breiter fügte sich gut ein, hier mit einem schönen Pass, nur um ein paar Zentimeter verfehlt. Bad Nauheim blieb ganz klar spielbestimmend, von Herne wenig zu sehen. Hier mal Patrick Erslin. Aber da ist ja auch noch hinten ein Niems, der ja gar keine Probleme hat, diesen Schuss hier irgendwie zu halten. Dann Baldis, 2-auf-1-Situation. Da hätte er vielleicht sogar passen können auf Alten, der mitgegangen war. Und Lütges ohne Probleme hält diesen Schuss. Bad Nauheim versuchte nachzulegen, wollte das dritte Tor. Lütges bekam einiges zu tun. Powerplay für die Roten Teufel in dieser Situation gegen Ende des ersten Abschnittes. Scheibe läuft gut, man sucht den freien Mann. Und hier schon zu sehen, wie auch Herne versucht natürlich mit Körperspiel dagegen zu halten. Nächste Szene wieder mit dem Stock und mit dem Körper geht man zur Sache. Das war wohl die Marschroute der Gäste, die technisch ganz klar unterlegen waren. Zumindest mit Körperspiel den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Aber der machte es eigentlich fast selber. Hier behinderte man sich gegenseitig im Slot. Da waren Hajduk und Herr und auch Kevin Lavely und da ging es dann so richtig rund kurz vor der ersten Drittelpause. Nochmal Strafzeiten, 5-3 Powerplay für die Gastgeber in dieser Situation, die jetzt einiges am Platz natürlich dadurch hatten und die Scheibe lief schon zuvor sehr gut. Schlagschuss, Rebound in das ganz spitzen Winkel macht es Baldis in der 20. Minute bei diesem 5-3 Powerplay und macht also das 3:0. Gleich nochmal aus anderem Winkel zu sehen. Hier Bartha bekommt gleich wieder die Scheibe, schießt. Jetzt kommt der Rebound und aus diesem Spitzenwinkel trifft Matthias Baldis. Ein tolles Tor zum 3:0 Pausenstand nach den ersten 20 Spielminuten. Ab geht's in den Mittelabschnitt. Natürlich ein klarer Vorsprung, aber trotzdem die Roten Teufel versuchte nachzulegen. Und die ganz große Genauigkeit war dann nicht mehr in der Partie von den Gastgebern, die zwar noch hier und da eine Möglichkeit bekamen, diese aber nicht konsequent umsetzten. Stattdessen die Herner plötzlich ein glücklicher Pass auf den nach vorne gelaufenen Pigache. Der macht das 3:1. Irgendwie kam er an die Scheibe und da witterte Fred Carroll natürlich eine Chance für Herne, sagte: Jungs, macht weiter. Das ist bei diesem Spielstand 3:1, 2 Tore Rückstand, das ist natürlich nicht allzu viel. Er ist ja ein Perfektionist, will immer, dass seine Mannschaft das Optimale herausholt. Also das erste Tor für Herne gefiel ihm gar nicht und dann kamen noch wieder diese Szenen hinzu. Da war es Steve Marr, der
Alexander Baum hier einfach mal an der Bande umrannte und zusammenfuhr. Aber das war wohl auch die Marschroute, wie gesagt, denn sie wollten körperlich zu Werke gehen. Die Herner auch hier wieder zu sehen, wieder Steve Maher. Das war eigentlich im Grunde genommen unnötig. Das musste nicht sein, denn die Scheibe war ganz woanders. Und es wird natürlich mit Strafminuten auch bestraft. Das ist nun einmal so im Eishockey in Deutschland mittlerweile. Die Strafen werden konsequent ausgesprochen, die Regelauslegung sehr konsequent bei den Schiedsrichtern, das ist ja hinlänglich bekannt. Der Mittelabschnitt ein bisschen zerfahren jetzt in den zweiten 10 Minuten dieses Mittelabschnitts. Lässt sich Chris Eid mal kurz überlaufen, aber Martin Lins ohne Probleme hält die Scheibe. Das hätte durchaus auch der Anschlusstreffer plötzlich sein können für Herne, die eigentlich das ganze Spiel unterlegen waren. Aber bei einem solchen Spielstand, wenn sie rangekommen wären, es wäre mit Sicherheit noch einmal eng und interessant geworden. Das wusste natürlich auch Fred Carroll, der seinen Jungs sagte, spielt nach vorne, versucht das vierte Tor zu machen und sie sollten seinem Ruf folgen. Sie bemühten sich redlich, auch im letzten Abschnitt ging es nach vorne wieder. Die erste Sturmformation, die Scheibe nur abtropfen lassen, Rebound, sofort wird es wieder gefährlich vor Christian Lüttges. Rundhäufig wieder mehr mit Vorchecking und mit Druck nach vorne. Sehr schön gemacht hier, in den Slot gespielt und da steht goldrichtig, Lennigier, 47. Minute, wunderbar bedient. Und da ist es also das vierte Tor, die Vorentscheidung in dieser Partie, denn von Herne vielleicht in den zweiten 10 Minuten des Mittelabschnitts ein bisschen mehr zu sehen. Aber ansonsten kam da nicht allzu viel von den Westdeutschen und er hier, Lenny Gehr, der am Dienstag seine langjährige Freundin heiratete. Ja, also erfolgreich und Jan Bartel gleich mit der nächsten Möglichkeit ganz alleine vor Lüttges aufgetaucht. Hatte das fünfte Tor auf dem Schläger, aber scheitert am Goalie. Gleich wieder nächste Szene, wieder Gugula, der immer wieder mal mit in den Angriff geht. Offensivverteidiger machte sein Bruder gleich, der ja Nationalstürmer ist. Nächste Situation, wieder die erste Formation mit Kevin Lavely. Jetzt wollte man natürlich noch ein paar Punkte machen. Und vor dem Tor von Herne geht es richtig zur Sache. Sie merkten wohl, dass hier nicht viel mehr zu machen war. Ein bisschen auch Frust dabei. Alle mischen mit. Da kommt Cameron Mann, der ehemalige NHL-Spieler. Schnappt sich Kevin Lavely, seinen Landsmann. Aber insgesamt blieb es doch recht fair und ruhig. Das gehört nun mal dazu bei einer solchen Partie. Wenn auch viele Kanadier mit auf dem Eis sind, da sind natürlich Emotionen dabei. Das ist ganz klar. Und Herne wusste wohl auch schon, dass das Spiel verloren war. Ließ man sich auch zu solchen Szenen hinreißen. Wieder zwei Mann draußen auf der Strafbank. Natürlich Verärgerung bei den Crusaders. 5 gegen 3 Powerplay. Und einige Checks jetzt von den Hernern mit dabei. Aber das schreckt natürlich auch die Kanadier in den Reihen der Roten Teufel überhaupt nicht ab. Im Gegenteil, sie spielen weiter. Das fünfte Tor wurde gesucht und es sollte auch fallen in dieser Szene. Wunderbar vorgelegt, am Torhüter vorbei und da steht wieder Tobias Schwab goldrichtig. 3 Tore in dieser Partie, 45. Minute, die endgültige Entscheidung natürlich dieser Partie. 3 Pflichtpunkte eingefahren, 5:1 Endstand gegen Herne und somit also auch an diesem Wochenende zweimal siegreich, zuvor in Halle gewonnen. Und er, Sven Breite, mit einem guten Einstand. Er wird eine Verstärkung sein für die Roten Teufel. Mit diesen Bildern wollen wir uns hier verabschieden. Wir sehen uns wieder vom nächsten Spiel gegen die Eisbären Juniors hier bei Timeout. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit und bis dahin.